Hi Leute, hier ist mal wieder Gadur. Heute mit dem Elements Strong Extra Dry. Und diesen habe ich mit der dazugehörigen Elements Molasse Matured Whisky, also gut gereiften Whisky, angemischt. Zum Schnitt zeige ich euch mal hier. Ich habe hier ein bisschen was auf den Deckel getan. Hier kann man sehen, ist ein schöner, feiner Schnitt. Meiner Meinung nach vielleicht doch etwas zu fein. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eine ganze Flasche auf die 35 Gramm Tabak geschüttet, habe so eine Woche einziehen lassen. Er hat die Molasse gut aufgenommen. Er ist auch extrem trocken. Und ja, ist so ganz fein. Zum Geruch. Da brauche ich gar nicht dran zu riechen, weil ich habe die Dose, in der ich ihn angefeuchtet habe, hier vor mir stehen und es riecht total lecker nach Whisky. Boah, das geht total rein, als wenn man eine gute Flasche Whisky aufmacht und daran riecht. Ja, also und er hat auch noch so eine leichte schokoladige Unternote, wobei ich aber eher denke, dass das an dem Tabak liegt. Ich habe an dem Tabak im trockenen Zustand gerochen. Und Tabak hatte so eine leichte schokoladige Note. Ich weiß nicht, ob das eine gewisse Tabaksorte ist. Vielleicht kann auch einer von euch was dazu schreiben. Ja, kommen wir gleich zum Rauch. Der Rauch ist hier bei dem Tabak etwas dünner, als es sonst bei Elements der Fall ist. Ja, ich rauche in meiner Elmas mit dem Standardkopf ganz voll eine Gastroalifolie drauf und zwei Prikos. Jetzt im Moment habe ich auch noch einen Windschutz drauf, also er kann schon sehr gut Hitze ab. Wobei es jetzt wahrscheinlich auch schon wieder etwas zu heiß wird. Ich mache mal den Windschutz runter. Entschuldigt bitte. Ja, zum Geschmack. Der Geschmack ist schön. Nach einem guten Whisky. Man schmeckt so richtig diese Holzfassnote raus. Also ich finde ihn genial. Hat eine schöne alkoholische Note. Man hat so ein leichtes alkoholisches Brennen im Hals, was nicht unangenehm ist. Wie man es ja auch hat, wenn man Whisky trinkt. Ja, ist ein guter Tabak, kriegt von mir allerdings diesmal nur 8 von 10 Punkten, weil er eben nicht so gut raucht. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, wie ich ihn angefeuchtet habe. Ich habe einfach nur die Molasse drüber geschüttet, um zu testen, ob dieser Tabak die Molasse auch so aufnimmt. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber er tut es. Den Tabak habe ich von www.shishanil.de zur Verfügung gestellt bekommen. Dort kostet der Tabak 3,95, die dazugehörige Molasse 2,95. Also von mir eine Kaufempfehlung. Wer auf Whisky steht, sollte sich die Molasse mal holen. Zum Tabak selbst kann ich sagen, er hat eine schöne, starke Grundnote. Sie kommt jetzt nicht ganz an Tangiers ran. Aber der Tabakgeschmack kommt schon mit durch und ist auch sehr angenehm in diesem Fall. So, das war's von mir zum Tabak. Habe ich jetzt noch was vergessen? Naja gut, bevor ihr vor Neugierde platzt. Der Gewinner von den 100 Gramm Tabak steht fest. Er ist durch ein Zufallsprinzip von mir ausgesucht worden. Der Gute heißt Panther Cake. Du kriegst von mir eine Nachricht zugeschickt und außerdem noch 100 Gramm von der Hausmarke Dubai Bahraini von mir zugeschickt. Also, ich schicke dir eine Nachricht, schick du mir deine Adresse. Ich hoffe, du freust dich jetzt ein bisschen und der Tabak ist dein Geschmack. Okay, Leute.
Das Gewinnspiel läuft jetzt noch weiter bis zum 500. User. Ich verrate euch da auch dort nicht, was es zu gewinnen gibt. Ihr wisst, das ist was Einzigartiges. Tja, das war's von mir heute. Bis dahin, haut rein, euer Gadur.